die Sarah ist bei uns. Die Süße, wie du sagst. Ja. Oder wie alle sagen. Da Süße. Also ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin, aus dem Pott halt. Da. Ja. Dat Süße. Dat Süße, ja. Das ist ein bisschen auch wie Golf. Dat Süße. Ja. Aber du hast doch gerade gesagt, dass deine Freunde dich so als süß beschreiben würden. Ja, also alle, ich weiß nicht, ob das kleine Zierliche ist, also auf jeden Fall die Süße. Ja. Ja. Finde ich auf jeden Fall auch eine angenehme Abwechslung. Es gibt ja auch diese ganzen negativen Namen, so mit ganz viel Krawall und so. Das ja, du Hobbit oder so. Auch schön. Aber ich würde, wenn man mich Hobbit nennt, fände ich gar nicht als... Fände ich süß. Ist vielleicht auch ein süßer Künstlername, das stimmt. Ja. Du bist ja schon relativ lange in der, ich sag immer Tattoo-Szene, ist immer so ein blöder Begriff, aber unterwegs. Seit wann bist du da schon auch auf Bildern zu finden? Ich glaube, angefangen habe ich 2002. Das war so mein erstes Shooting, was ich hatte, und dann kam das immer mehr und mehr, und jetzt so die letzten 2-3 Jahre habe ich mich eher zurückgezogen, ja. Und was machst du jetzt stattdessen? Bist du hier auf der Convention auch unterwegs? Und genau, also ich bin auf der Convention wieder anzutreffen bei Classic Tattoo, beim Daniel Krause. Und tätowiere halt jetzt fast 3 Jahre bei ihm. Ja, und macht sehr viel Spaß. Also, sehr cool. Ja. Hast du immer schon gerne gezeichnet auch? Ja, auf jeden Fall in der Schule viel gezeichnet. Und man lernt halt immer jetzt noch mehr dazu, ne? Also Schriften, und also es sind sehr viele Tätowierer, die dann halt auch immer noch mal ein paar Kniffe zeigen. Was ist denn dein liebster Stil zum Tätowieren? Comic eigentlich, also Comic, Blumen, ja, sowas halt. Ja. Und bei dir selber, also was machst du, lässt du dir am liebsten stechen? Querbeet, also ich bin halt Sammler, ich habe immer mit 1-1-1-1 angefangen, also bei mir ist auch gar keine... Also es ist wirklich alles querbeet, also Sterne, das typische Arschgeweih, was halt auch gecovert wurde schon, Black and Grey, Blumen, alles durcheinander. Arschgeweih war das erste, oder? Nee, ein Teufelchen auf dem Bauch. Boah, das ist ja wirklich ein super Klassiker. Ist auch weg. Ist gelasert oder gecovert? Nee, gecovert. Weißt du schon, was dein nächstes Tattoo sein wird? Also ich habe noch so 2-3 Sachen im Kopf. Auf jeden Fall ein Flamingo will ich auf jeden Fall haben. Ich mag diese Tierchen und ja. Ja, es klingt auch schön, so pink und auf einem Beinchen. Ich wollte dich gerade fragen, was du zu Gesichtstattoos sagst. Jetzt sehe ich das weiß tätowiert, ne? Ein Anker in weiß? Genau, ja. Weil ich wollte gerade sagen, würdest du auch Gesichtstattoos machen, aber du hast ja. Ja, so ein bisschen unauffällig. Also ich habe... Hier also cool ist ein weißes und hier habe ich halt ein pinkes, also seitlich. Ah, cool, zeig mal. Also es sind halt die nicht so ins Auge fallen, ja. Ne? Weil halt das Gesicht und Hals, klar, Hals habe ich auch voll, ist halt Visitenkarte, und Gesicht, klar, überlege ich über die Augenbrauen, finde ich auch ganz nice, aber... Was wäre es, wenn? Irgendwie ein Schriftzug, aber ich wüsste halt jetzt noch nicht wirklich was. Ja. Ja. Lässt du dich denn hier auf der Convention auch tätowieren oder gerne auf Conventions oder lieber nicht? Nee, habe ich gar keine Zeit, weil ich habe jetzt auch schon den Druck wieder in der Foot. Nicht falsch verstehen. Also ich muss halt arbeiten, ja, okay. Da bleibt nichts mit Tätowieren. Ja. Ich lasse dich dann auch direkt wieder laufen. Es sei denn, du möchtest noch was Wichtiges erzählen, was dir noch am Herzen liegt. Also ich kann allen nur nahelegen, kommt nach Leipzig, also die findet ja auch noch statt, die nächste Tattoo-Convention, und ich denke mal, wir werden alle wieder dabei sein, auch ihr, hier vor 90 Sekunden. 90 Sekunden und Interviews und Stichwort TV. Ja. Nee, also alles super hier. Ja. Okay, dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß und lass dich noch drücken. Auch.